Sind wir allein im Universum? Oder gibt es noch anderes Leben im unendlichen Weltall? Bei all den Sternen und Planeten? Dass es im All Leben gibt, dafür sind wir das allerbeste Beispiel, denn unser Planet ist ein Teil des Universums. Wo sind sie, die Außerirdischen? Die Aliens sind bereits hier. Vielleicht hat es schon Treffen zwischen ihnen und unserer Regierung gegeben. Wer weiß? Sind sie Freunde oder Feinde? Ich bin froh, dass sie nicht da sind. Glauben Sie mir, ich bin wirklich froh. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, einem Außerirdischen zu begegnen. Fantasiegeschichten darüber gibt es viele. Doch existieren die fremden Wesen wirklich? Ja, es gibt sie. Es gibt sie. Und wir werden sie finden. '89 kommt es in Belgien zum UFO-Alarm. Diese drei seltsamen Lichtpunkte, sie verunsichern die Menschen. Mein erster Gedanke war, dass es sich um einen Fehler handeln muss. Wir haben alle irgendwo eine geistige Barriere, sodass wir nicht an außerirdische Invasionen und derartige Dinge glauben. Und das habe ich auch. Das ist die Originalaufnahme des unbekannten Flugobjekts. Während dieser Zeit haben sich Hunderte von Zeugen gemeldet, die an ganz verschiedenen Orten ähnliche Aktivitäten beobachtet haben. Das hat mich davon überzeugt, dass da irgendetwas am Himmel ist. Und wir wussten nur nicht, was. Die Aufnahmen von damals zeigen, das Radar der Luftwaffe spielt verrückt. Wenn Flugobjekte ohne Erlaubnis in den Luftraum eindringen und nicht identifiziert werden können, kann man das als wirkliche Bedrohung ansehen. Abfangjäger steigen auf. In der Nacht, als wir die F-16 hochschickten, haben Polizeibeamte diese seltsamen Lichter am Himmel gesehen. Sie haben es der Radarstation der Luftwaffe gemeldet. Auch die Fluglotsen haben etwas gesehen. Zwei Flugzeuge gingen auf Abfangkurs, aber leider hat nur eine Kamera funktioniert und nur eins der Flugzeuge hat das Radarbild erfasst. Das unbekannte Flugobjekt kann nicht klar geortet werden. Bei den Radaraufzeichnungen der F-16-Flugzeuge waren die Aufzeichnungen so, dass das wirklich nicht irdisch sein konnte. Etwas erscheint auf der Höhe von 900 Meter, bewegt sich bis 4000 Meter. Die Piloten haben zu der gleichen Zeit gesagt, da ist etwas, was sehr schnell fliegt. Zu diesem Zeitpunkt war etwas am Himmel. Etwas, was uns unbekannt war. Und das beinhaltet auch Außerirdische. Warum nicht? Auf der folgenden Pressekonferenz gibt es mehr Fragen als Antworten. Dreimal waren die Kampfjets bereits auf Abfangkurs gegangen. Ohne Erfolg. Bis jetzt haben wir den Ursprung dieser Objekte nicht herausfinden können. Aber wir können bisher schlussfolgern, dass es sich um nichts Konventionelles handelt. So etwas gab es noch nie. And
Ich erinnere mich an eine Berichterstattung im flämischen Fernsehen, in der behauptet wurde, wir hätten nichts erklärt und nichts herausgefunden. Sie hatten recht. Aber zumindest haben wir gezeigt, was wir haben. Es war nicht leicht, das zuzugeben. Die Luftwaffe ist für die Sicherheit des Luftraums verantwortlich. Und wenn dann unbekannte Flugobjekte eindringen, die machen, was sie wollen, und man kann die Identität nicht herausbekommen, dann ist das extrem frustrierend. Und die Wahrheit ist, wir haben bis heute keine Erklärung dafür. Wir still don't have the answer. 13. Juni 1947. Ein schweres Unwetter zieht über die Wüste in New Mexico, USA. Am nächsten Tag reitet Farmer McBrazel über seine Ranch. Er will nach seinen Schafherden sehen. Eine Rekonstruktion gemäß den Schilderungen. Doch was er hier entdeckt, wird die größte UFO-Legende begründen, die bis heute existiert. Fremdartige silberne Folien und metallische Trümmerteile, verstreut auf einem riesigen Gebiet seiner Ranch. Das Zeug stört ihn. Er hat auch Angst, dass die Schafe davon fressen. Er sah, dass diese Trümmer metallisch waren, verteilt über eine riesige Fläche. Als ob es einen Zusammenstoß gegeben hätte in der Luft. Und als ob sie dabei zersprengt worden wären. Er hat einige Stücke gesammelt, um sie dem Sheriff zu zeigen. Sheriff Wilcox im 100 Kilometer entfernten Städtchen Roswell. Hier sucht McBrazel einige Tage später Rat. McBrazel hat auch gehört, dass es eventuell eine Belohnung gibt. Er zeigte es dem Sheriff und wollte wissen, was das sein könnte. Dieser sagte, es muss vom Militär kommen. Soviel ich weiß, hat man damals an alles Mögliche gedacht, bloß nicht an ein außerirdisches Raumschiff. Alles, was man nicht kennt, so seine Erfahrung, ist militärisch. Der Sheriff alarmiert sofort die Airbase. Colonel Blanchard hat meinen Vater beauftragt, dorthin zu fahren und herauszufinden, was geschehen ist. Und so hat alles begonnen. Jesse Marcel, Nachrichtenoffizier der 509. Bomberstaffel, die einst die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat. Die Absturzstelle liegt mitten in New Mexico. Am Nachmittag des 7. Juli 1947 erreicht Jesse Marcel den Fundort auf der Ranch von McBrazel. Drei Dinge sind ihm an der Absturzstelle aufgefallen. Erstens, sie war riesig. Zweitens, kein Krater. Wenn ein Flugzeug abstürzt, entsteht normalerweise ein großer Krater in der Erde. Aber hier war alles anders. Nach einem Flugzeugabsturz findet man immer Transistoren oder Drähte. Hier gab es nichts davon. Die Beschaffenheit des Materials beunruhigt Jesse Marcel. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Der Zufall wollte es, unser Haus lag zwischen der Airbase und dem Fundort. Jesse Marcel Junior ist damals 11 Jahre alt. Er kam zu uns nach Hause und hat die Teile auf dem Küchenboden ausgebreitet. Diese Nacht veränderte sein Leben. Er hat uns aufgeweckt und wir gingen in die Küche. Ich dachte, warum weckt er mich mitten in der Nacht, nur um mir einen Haufen Müll zu zeigen? Und er sagte, schau dir das ganz genau an. So etwas wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. It
Es war ein sehr leichtes Material. Wenn man es hochhielt, hatte man das Gefühl, als würde man gar nichts in der Hand halten. Ich habe nicht gewagt, etwas fallen zu lassen. Aber ich bin mir sicher, hätte ich es getan, wäre es wie eine Feder zu Boden geschwebt. Jesse Marcel Jr. erinnert sich an fremdartige Symbole, puzzelartige Bruchstücke. Schwarze, plastikartige Teile, wie Bakelit. Ich habe es mir noch 15 Minuten ansehen dürfen. Und langsam wurde mir klar, dass dieses Zeug aus dem Weltall kommen musste. Seit diesem Moment weiß ich, dass wir nicht allein sind im Universum und auch nicht in unserer Galaxie. New Mexico, 8. Juli 1947. Army Air Base der 509. Bomberstaffel in Roswell. Am nächsten Tag ging Jesse zur morgendlichen Besprechung. Sein Vorgesetzter gab zwei Befehle. Jesse sollte die Trümmer mit einer B-29 zur Wright-Patterson Air Force Base in Ohio bringen. Der zweite Befehl ging an den Presseoffizier Walter Holt. Er sollte folgende Mitteilung ausgeben: Wir haben das Wrack einer dieser fliegenden Untertassen geborgen. Die Army kann nun endlich das Rätsel um die sogenannten fliegenden Untertassen lösen. Die 509. Atomic Bomber Group hat eine dieser Scheiben gefunden, die auf einer Ranch in der Nähe von Roswell gelandet ist. Die Nachricht wird zum Selbstläufer. Der Mythos der fliegenden Untertassen ist geboren. Walter Hortz Meldung geht um die Welt. Sowas hätte mein Vater nicht einfach erfunden. Und er hätte nie ohne Befehl gehandelt. Sein Vorgesetzter sagte ihm, was zu tun ist, und er führte den Befehl aus. Der Nachmittag des 8. Juli 1947. Beweissicherung. Beim Absturz eines Militärflugzeugs wird das Wrack sorgfältig weggeräumt. Doch das hier war ein Wahnsinn an übertriebener Gründlichkeit. Sie haben die Absturzstelle feinsäuberlich gereinigt. Mein Vater erzählte, kein einziger Krümel sollte übrig bleiben. Sie hatten einen Haufen Leute, um sicherzustellen, dass nichts zurückbleibt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Wrackteile der vermeintlichen fliegenden Untertasse werden verpackt und unter strengster Geheimhaltung abtransportiert. Die Beweisstücke werden im Hangar 84 Roswell Air Base zwischengelagert und weiter nach Fort Worth geschickt. Und dort verliert sich jede Spur. Der zuständige General Ramey hat mittlerweile umgedacht. Die Trümmer wurden in General Ramys Büro in Fort Worth ausgebreitet. Und der General sagte zu Jesse: Sie sagen gar nichts. Ich kümmere mich um die Sache. Dann werden sogenannte Beweisfotos gemacht. Jesse wurde aus dem Büro geschickt. Und als er wieder zurückkam, lag überall Alufolie und Balsaholzstöckchen. Sie hatten die Fundstücke ausgetauscht. Wurde das Material wirklich ausgetauscht? General Ramey hatte Fotos machen lassen mit gefälschtem Beweismaterial. Sie hatten die originalen Wrackteile mit denen von Wetterballons und Radarreflektoren ersetzt. Das ist nicht das, was wir gesehen haben in dieser Nacht. Auf dem Foto sieht man Reflektorhaltestangen. Die Folie ist papierbeschichtet. Sein Gesichtsausdruck sagt alles. Das habe ich nicht hierher gebracht. Aber der Befehl lautete, das Material so zu zeigen. Wie könnte er als Geheimdienstoffizier einen Wetterballon mit einer fliegenden Untertasse verwechseln? Die neue Schlagzeile: Es war nur ein Wetterballon. Alles heiße Luft. Wurde das Militär getäuscht oder wollte es täuschen? Als mein Vater nach Hause kam, holte er meine Mutter und mich und sagte: Es gibt keine Diskussion, wir werden nie wieder darüber sprechen. Es ist nie passiert. Und so blieb es für viele Jahre. Hier auf diesen Feldern soll das Roswell-UFO angeblich abgestürzt sein. Skeptiker fordern mehr als schöne Worte. Starke Behauptungen brauchen starke Fakten.
Zeigen Sie mir nur ein kleines Beweisstück, das unanfechtbar von einem außerirdischen Raumschiff stammt. Das würde mich bereits überzeugen. Die offiziellen Untersuchungsakten der Regierung zum Roswell-Fall befinden sich heute im Nationalarchiv in Washington. Zum ersten Mal sieht der Augenzeuge im Roswell-Fall, Jesse Marcel Jr., die Akten des Abschlussberichts ein. Da sieht man, da hält mein Vater den Radarreflektor hoch. Das ist nicht das, was wir auf unserem Küchenboden untersucht haben. Die Akten des Falls füllen 32 Kisten. Der Abschlussbericht, Case Closed, ist über 300 Seiten stark und räumt mit allen Mythen und Legenden aus Roswell auf. Für die Regierung ist der Fall geklärt und abgeschlossen. Die Erklärung der Kommission: Militärische Geheimprojekte sorgten für Verwirrung und UFO-Sichtungen. Damals arbeitete man am Geheimprojekt Mogul. Man wollte damit akustische Signale von sowjetischen Atomtests auffangen. Ein Mogul-Ballon wurde kurz vor der Entdeckung der Roswell-Trümmer gestartet. Ein verirrter Gasballon mit Radarreflektoren als UFO-Auslöser? Dieses Ding war über 150 Meter lang. Bestimmt das größte von Menschenhand geschaffene Gebilde in New Mexico. Die Militärs verheimlichten Jahrzehnte die Existenz von Operation Mogul. Und so kam es zur Verwechslung, heißt es. Wenn jemand so ein Ding fände, dann hätte er natürlich keine Ahnung, was es ist. Die UFO-Befürworter hingegen bleiben bei ihrer Version, dass es sich um Material gehandelt hat, das nicht von dieser Erde stammte. Mein Vater hätte uns nicht mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, nur um uns einen gewöhnlichen Radarreflektor zu zeigen. Denn so etwas hatten wir schon oft gesehen. Dennoch spricht alles dafür, dass es sich bei den UFO-Trümmern in Wirklichkeit um einen Ballon der Operation Mogul gehandelt hat. Die Folge von all dem: In den 50er Jahren herrscht UFO-Mania in den USA. Plötzlich sehen Menschen im ganzen Land irgendetwas, das man fliegende Untertasse nennt. Es war die Zeit von Raketen und wir gewöhnten uns an Wunder. Warum sollte es keine Besucher aus dem All geben? Die Regierung hat keine Angst vor UFOs, aber vor UFO-Panik. Oberst Stamford, Chef des Air Force-Geheimdienstes, beschwichtigt. Uns sind fast 2000 Fälle berichtet worden. Es handelt sich dabei um Fälschungen, im Nachhinein bekannte, freundschaftlich gesinnte Flugobjekte, meteorologische oder elektrische Phänomene oder aber um Lichtspiegelungen. Für die Army ist der Roswell-Fall geklärt. Doch immer wieder tauchen Zeugen auf, die neue, fantastische Facetten hinzufügen. So wie der Sanitäter Glenn Dennis. Seine Geschichte soll sich wie folgt abgespielt haben. Glenn wurde gerufen, um einen verletzten Soldaten ins Militärkrankenhaus zu bringen. Er hat ihn in einem Ambulanzwagen dorthin gefahren. Er ging rein und bemerkte die vielen Sicherheitskräfte, mehr als sonst. Hier traf er eine Bekannte, eine Krankenschwester. Sie war totenbleich und total verängstigt. Sie sagte zu ihm: Verschwinde. Hier gibt es Probleme. Geh. Dann ist er aus dem Krankenhaus eskortiert worden. Sehr ungewöhnlich. Noch am selben Abend kann Glenn Dennis seine Bekannte wiedersehen, erzählt er später. Die Geschichte hinterließ bei ihm einen bleibenden Eindruck. Es war ihm auch klar, dass sie sehr verstört war. Anscheinend hatte die Krankenschwester etwas äußerst Seltsames erlebt. Die Geschichte, die Glenn nun hört, lässt ihn nicht mehr los. So soll es ausgesehen haben. She drew a picture
Sie hat auf einer Serviette eine Zeichnung angefertigt. Den Kopf und die Hände des Wesens, das untersucht wurde. Und sie war während der Autopsie im Raum. Sie waren klein, mager, große Köpfe, einen Schlitz als Mund, vier Finger, lange Finger, kein Daumen. Mit anderen Worten, sie waren anders. Was ist dran an der Geschichte der Krankenschwester? Als Glenn sie wieder treffen wollte, war sie weg. Die anderen Schwestern sagten, sie sei nach England abkommandiert worden. Er konnte sie nicht mehr finden. Er erzählte, ihr Name sei Naomi Self. Die Geschichte der Krankenschwester wird bis heute erzählt, obwohl kein Beweis vorliegt. Könnte die Existenz von Außerirdischen in einem Krankenhaus der Air Force wirklich geheim bleiben? Ich habe für die Regierung von Reagan gearbeitet. Können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, etwas geheim zu halten? Selbst wenn nur 5 Leute davon wissen. Die Vorstellung, 1000 Menschen, die das größte Geheimnis der Geschichte kennen und über Jahrzehnte absolut dicht halten, diese Vorstellung ist verrückt. Was, wenn ein UFO wirklich abstürzen würde? Gäbe es nicht Tonnen von Beweisen, weitreichende militärische Konsequenzen? Weiterentwicklungen auf Basis der Alien-Technologie? Warum hält sich der Mythos so hartnäckig? Der Gedanke ist einfach zu prickelnd, als dass man ihn so einfach beiseite schieben könnte. Und außerirdisch, was gibt es Schöneres als an Außerirdischen zu gehen? So kleine grüne Männchen mit nur einem Auge oder irgendwie so. Der Gedanke ist zu schön. Und die reale Welt ist verrückt genug. In den 50er Jahren testet die NASA immer wieder Raketen mit Tieren. Selbst Affen werden Testobjekte. Könnten die nach einem Absturz für Außerirdische gehalten worden sein? Crash-Test-Dummies. Könnte man diese für Aliens halten? Eigenartige Objekte in der Wüste, die emsig von Suchmannschaften geborgen werden. Die NASA testet fast alles, was fliegt. Eine automatische Marslandefähre ist dann auch wirklich in der Form zum Verwechseln ähnlich. Dieses Marsgefährt war ein sehr ehrgeiziges Projekt. Es wurden Bilder gemacht, als man es gefunden hat. Und es ist irritierend. Ja, das sieht aus wie eine fliegende Untertasse. Für die Menschen, die an Roswell glauben, sind die offiziellen Erklärungen unbefriedigend. Viele, die sich mit UFOs beschäftigen, fragen, wenn es angeblich zuerst eine fliegende Untertasse war, warum sind sie nicht dabei geblieben? Dann wurde plötzlich ein Wetterballon daraus. Irgendwann bleibt man doch bei einer Geschichte und bietet nicht noch 4 weitere Erklärungen an. Die Legende besagt, dass alle Wrackteile und UFOs hierher gebracht wurden. In die Area 51 in Nevada, 800 Kilometer von Roswell entfernt. Nirgends sonst werden mehr unbekannte Flugobjekte gesichtet als hier. Area 51, Groom Lake, die Ranch, das Rote Quadrat, das alles sind Bezeichnungen für eine Militärbasis in Nevada, direkt neben einem nuklearen Testgelände. Der Kalte Krieg, Mitte der 50er Jahre. Das Wettrüsten hat begonnen. Die Sowjets feiern die Überlegenheit ihrer MiG. Die USA kontert im Geheimen. Die Airbase wurde 1955 nur zu einem Zweck eingerichtet, um hier Piloten der CIA an der U-2 auszubilden. Die U-2, das Spionageflugzeug der USA, operiert in einer Höhe von 30 Kilometern. Nie zuvor flog ein Flugzeug so hoch. Die Hälfte aller UFO-Sichtungen waren entweder U-2 oder A-12. U-2 oder das Nachfolgemodell A-12. Niemand darf erfahren, dass es sie gibt.
Es waren absolute Geheimprojekte, denn die konnten ja nicht sagen, ach übrigens, Sie haben ein ultrahochfliegendes Spionageflugzeug gesehen, wir benutzen es, um die Sowjetunion zu überfliegen, nicht weitersagen. Wenn jemand etwas sah, war die offizielle Erklärung, Naturphänomene wie Eiskristalle in großen Höhen oder Inversionsschichten. Fadenscheinige Ausreden, extreme Geheimhaltung, Todesdrohungen am Eingang, all dies führt zu wilden Spekulationen. Weder Luftwaffe noch CIA wollten, dass der Eindruck entsteht, es gäbe fliegende Untertassen draußen in der Wüste von Nevada. Doch was ist so verdammt geheim an dem, was in der Area 51 passiert? US-Verbündete können 1967 ein sowjetisches Kampfflugzeug vom Typ MiG-21 stehlen. Die Amerikaner wollen sie testen. In der Area 51. Die US-Regierung hat das Flugzeug erworben, ließ es in die Area fliegen, seine Technologie und Systeme erforschen und dann gab es simulierte Kämpfe gegen amerikanische Flugzeuge. Eine ganze Staffel Mix wird in den kommenden Jahren in der Area 51 getestet und analysiert. Zur Steigerung der Kampfkraft gegen die rote Gefahr. Wer eine der sowjetischen MiG am Himmel der USA entdeckt und glaubt, ein UFO zu sehen, dem wird von den Militärs gesagt, es handle sich um Wolkenformationen oder Lichtspiegelungen. Die amerikanische Regierung hat viel gelogen. Man hat behauptet, die U-2 sei ein Wetterflugzeug. Über Vietnam und Watergate wurde gelogen. Also lügt man auch über fliegende Untertassen. Der Mythos war geboren. Und bis zum heutigen Tag gibt es wilde Spekulationen, dass dort erbeutete fliegende Untertassen lagern. Vielleicht ist es sogar das Hauptquartier der neuen Weltordnung. Also jede Verschwörungstheorie passt irgendwie in das Bild von Area 51, Groom Lake. Der vermeintliche UFO-Absturz von 1947 hat auch Spuren in Roswell, New Mexico hinterlassen. UFO-Gläubige pilgern hierher. Skeptiker suchen nach Indizien zur Widerlegung. Was ist dran an den Geschichten? Julie Schuster, Tochter des Pressesprechers, der mit seiner Meldung die fliegenden Untertassen berühmt machte, leitet das UFO-Museum. Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass es da draußen mehr gibt. Nehmen Sie all die Besucher, die hierher kommen. Die haben selbst unerklärliche Dinge gesehen oder Unerklärliches erlebt. Diese Menschen sind nicht verrückt. Der Wunsch, im Weltall nicht allein zu sein, ist populär. Es gibt Fälschungen. Und sonderbare Erscheinungen. Amateurvideos, tausende von Sichtungen jedes Jahr. Meist handelt es sich um schwebende Lichter. Sind das wirklich UFOs? Cool. Check this out. Komischerweise kommen die Außerirdischen immer nur nachts. Es sind immer diese Lichter, die man nachts sieht. Natürlich, weil man nachts nicht Besseres erkennen kann. Es sind einfach nur irgendwelche Lichter, die kein Mensch versteht. Warum sollten Außerirdische nur nachts kommen? Gibt überhaupt keinen Grund für. Wenn ich Außerirdische wäre, ich würde tagsüber kommen, dann kann ich mehr sehen. Leiten uns Naturphänomene in die Irre? Der Grund, warum Menschen viele Lichter am Himmel sehen, ist, weil es viele Lichter am Himmel gibt. Bereits in der Bibel wird es beschrieben. Ezekiel sah einen Feuerball im Firmament. Wahrscheinlich hat er was gesehen. Einen Meteoriten oder die Venus. Der neueste Auslöser für das UFO-Phänomen sind sogenannte Himmelslaternen. Aber auch Raketen oder die internationale Raumstation ISS sorgen für Lichterscheinungen. Das gewaltigste UFO aller Zeiten, was hier in Deutschland erschienen ist, war in etwa den 80er Jahren über dem Baum Nürnberg, Oberfranken, zu sehen, wo tagelang ein riesiges Objekt
für alle Anwohner dort sichtbar war und seltsamerweise auf den Radargeräten nicht wahrgenommen werden konnte. Die Erscheinung wird über mehrere Tage von Tausenden gesichtet. Dann ist sie plötzlich wieder verschwunden. Der Auslöser? Ein verirrter Wetterballon aus Frankreich. Nur ist er nicht über den Atlantik davon geflogen, sondern verschwand einfach über Deutschland nach Nürnberg runter und wurde von den Franzosen verzweifelt gesucht, während wir hier wiederum versuchten, das UFO oben am Himmel zu erklären. Das ist schon eine irre Situation für sich. Die Frage aller Fragen bleibt: Sind wir alleine im Weltall? Oder gibt es noch anderes Leben da draußen? Vielleicht sogar in unserer Galaxie? Das Leben auf unserem Planeten ist sicherlich das beste Beispiel dafür, dass das Universum Leben aus sich heraus erzeugen kann. Und das tut es sicherlich nicht nur auf der Erde, sondern überall, wo es funktionieren kann. Leben kann nur auf bestimmten Planeten entstehen. Der Abstand zum Zentralgestirn ist dabei lebenswichtig. Zu nah dran wird es zu heiß. Zu weit weg gefriert Wasser und damit alles Leben. Nur in der sogenannten habitablen Zone ist Leben und Evolution möglich. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 100 Grad. Wasser ist flüssig. In unserer Milchstraße gibt es etwa 100 Milliarden Sterne. Wahrscheinlich auch etwa so viel Planeten. Aber in diese habitable Zone fallen etwa nur 1%. Hunderte von Experten verteilt um die ganze Welt suchen genau nach solchen Planeten. Der Planet muss schwer genug sein. Warum? Naja, damit er die Atmosphäre halten kann. Wenn er zu leicht ist, dann fliegt ihm die Atmosphäre davon. Er darf sich nicht zu schnell drehen, dann wird das Wettergeschehen auf seiner Oberfläche zu dramatisch. Er darf sich aber nicht zu langsam drehen, weil dann wird die eine Seite zu heiß und die andere Seite zu kalt. Leben ist wählerisch, aber möglich. Wie auf unserem wunderbaren Planeten. Wir glauben, dass ein bewohnbarer Planet wie unserer aussieht. Es ist plausibel. Man nennt es das Prinzip der Mittelmäßigkeit. Das heißt, wir sind der Durchschnitt im All. 2005 entdeckten Wissenschaftler einen Planeten im Sternensystem Gliese 581. Er ist 22,5 Lichtjahre entfernt, 50% größer als die Erde und könnte Leben tragen. Ich bin ganz sicher, dass wir in 5-6 Jahren zum allerersten Mal einen Planeten finden werden, der so schwer ist wie die Erde, der Wasser in der Atmosphäre hat und der vielleicht sogar in dem richtigen Abstand von seinem Zentralgestirn laufen wird. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Außerirdisches Leben wäre dort möglich. Doch existiert auch Leben, wo Leben möglich ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass aus unbelebter Materie, aus reiner Erde, zunächst erstmal eine Zelle entsteht und daraus Vielzeller, ich sag mal ein Rauhaardackel und aus einem Rauhaardackel ein intelligentes Lebewesen, das ist extrem unwahrscheinlich. Bei Milliarden von Planeten trotzdem möglich. Auf der Erde hat es ja auch geklappt. Wenn Atome zu Molekülen, zu Aminosäuren werden, bis zum ersten Organismus. 90% der Erdgeschichte, da war das Leben im Wasser und es war fast alles nur Einzell. Mehrere Zellen zusammengetan ist eine Sache der letzten 600-700 Millionen Jahre. Die Evolution könnte über Millionen von Jahren vom Einzeller zum komplexen Organismus führen und eventuell zu einer intelligenten Lebensform. Wenn wir der kosmische Normalfall sind, dann brauchen die anderen unter Umständen noch ein bisschen. Oder sie sind vielleicht gerade mal 100 Jahre weiter und haben festgestellt, Mensch, für so ein Antimaterie-Materie-Triebwerk, da brauchen wir irgendwie. Also die sind einfach noch nicht weit genug. Das könnte auch der Grund sein, weshalb sie noch nicht da sind. Der andere kosmische Normalfall. Könnte er so aussehen? Oder ist das reine Menschenfantasie? Ich gehe fest davon aus, dass ein Lebewesen auf einem Planeten, das erfolgreich sein will, sich orientieren muss. Das heißt, es muss Sensoren haben für Licht. Augen und Ohren. Jeweils zwei, um sich räumlich zu orientieren. Und einen Mund. Wenn sich diese Lebewesen bewegen, werden sie symmetrisch sein. Und so werden sie sein. Zwei Arme, zwei Beine oder vier oder sechs oder acht, aber immer symmetrisch. Erfolgsrezepte des Lebens setzen sich durch. Das heißt, wir können uns ungefähr ein Bild machen, wie sie aussehen. Etwa unsere Größe, symmetrischer Aufbau, irgendwas vorne rein, hinten raus, Augen, Ohren
Mit anderen Worten, so ganz anders als wir werden sie nicht aussehen. Trotzdem bleibt noch viel Fantasie für Hollywood. Was sie überhaupt hier wollen, bleibt ein Rätsel. Bis zum ersten Zusammentreffen. Glauben Sie an fliegende Untertassen? Haben Sie überzeugende Argumente, warum Science Fiction nicht Realität werden wird? Die Vorstellung von Außerirdischen, sie ähnelt sich weltweit. So wie bei diesem Fantasiegebilde. Außerirdische Lebewesen kommen nicht aus dem Sonnensystem, die müssen also von weiter her kommen. Und dann knallt so ein Teil in der Wüste. Dann muss ich mich wirklich fragen, hört mal, was seid ihr denn für Außerirdische? Ja, ihr fliegt Billionen oder Billiarden oder Trillionen von Kilometern durchs Universum, könnt da die tollsten Gefahren überstehen und dann kriegt ihr eure Scheibe nicht mehr in der Wüste gelandet? Also bitteschön, also mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Was seid ihr denn für Penner? Warum würden Außerirdische überhaupt quer durch die Galaxie reisen, wenn es nicht unbedingt nötig ist? Was macht eine Zivilisation, wenn sie keinen Stern mehr haben? Nun, sie müssen sich einen neuen suchen. Das ist der wesentliche Grund, warum Außerirdische reisen müssen. Jetzt kann man aber zeigen, dass eine Reise zu einem anderen Stern viele hundert Jahre dauert. Das ist der Grund, warum man nicht einfach so zum anderen Stern fliegt, sondern nur unter einem extrem hohen Druck, nämlich einen anderen Planeten zu brauchen. Wenn also Außerirdische bei uns auftauchen würden, dann kann das nur einen Grund haben. Die suchen einen neuen Planeten. Verschiedene Filme illustrieren dieses Zusammentreffen recht pessimistisch. Wenn die anderen so sind wie wir, von uns möchte ich nicht entdeckt werden, hat Sir Martin Ryle mal gesagt. Also das könnte ein gutes Argument sein, sich dem Universum komplett zu verschließen. Denn wenn die anderen solche Entdeckungswütigen sind wie wir, möglicherweise sogar an Ausbeutung interessiert sind, dann ist es vielleicht besser, von denen gar nicht entdeckt zu werden. Zu spät? 1977 startet die Menschheit ein Raumerkundungsprogramm zu den Nachbarplaneten. Das Voyager-Projekt ist eine Sonde gewesen. Es gab Voyager 1 und 2, die NASA in den 70er Jahren auf den Weg geschickt haben. Wir wollten die äußeren Planeten unseres Sonnensystems kennenlernen, Saturn, Jupiter und so weiter. Aber, und jetzt kommt's, diese Sonden waren so schnell, dass sie das Sonnensystem verlassen konnten. Eine Flaschenpost für die Wesen im Weltall. Diese Sonnen haben Nachrichten für Außerirdische mit dabei. Das heißt, sie haben Plaketten auf der Außenseite, die per Bilder beschreiben, woher diese Sonnen kommen und wie Menschen zum Beispiel aussehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Schallplatte, die dabei ist. Und diese Platten hatten Bilder gespeichert, Töne, klassische Musik, Chuck Berry's Johnny B. Goode. Diese Menschheitsbilder sind nun auf dem Weg zu den Außerirdischen, falls es sie gibt. Eine großartige Idee. Aber wissen Sie, es wird sehr lange dauern. Die Voyager wird für hunderttausende Jahre nicht einmal in die Nähe eines Sternes kommen. Also, mal gucken. Wenn die einer findet, wird er sicherlich sich wundern. Ja. Doch vielleicht schicken die Außerirdischen ja selbst ein Signal. Das SETI-Projekt sucht nach außerirdischer Intelligenz anhand von Radiosignalen. Auch hier am Very Large Array in New Mexico horcht man seit Jahrzehnten in den Himmel. SETI hat angefangen, benachbarte Sonnensysteme zu belauschen, weil man jemanden in der Nähe sucht, mit dem man reden kann. Also, Alpha Centauri ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Man kann eine Antwort in weniger als 9 Jahren bekommen.
Einen Haken gibt es. Senden ist sehr teuer. Es ist ganz klar, wenn alle lauschen, hört niemand etwas. Irgendjemand muss auch senden. Am 15. August 1977 wird aus dem Sternbild Schütze ein außergewöhnliches Signal empfangen. ...50-mal stärker als das Hintergrundrauschen im All. Als dieses Signal empfangen wurde, hat einer der Mitarbeiter gesehen, wow, da ist ein dickes Signal, hat das eingekreist und daneben hingeschrieben, wow. Also das Ohio-Wow-Signal ist eines dieser Merkwürdigkeiten, das ist nur einmal passiert. Es ist ein Signal aufgetreten, das in dieser Form nie wieder davor und nie wieder danach, nicht mal in der Nähe, und das alle Kennzeichen zeigt von einem interstellaren Kommunikationsversuch. Sehr kurz, sehr stark, genau ins galaktische Zentrum. Aber es ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, statt Hallo so, das war's, mehr kommt nicht. Es hat sich nicht wiederholt. Das Wow-Signal sieht genauso aus, wie ich es von einem wirtschaftlich denkenden Außerirdischen erwarte. Er würde einen kurzen Impuls senden und ein wenig später einen weiteren. Vielleicht noch ein paar mehr. Mach etwas Auffälliges, Plötzliches, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn es ist teuer, mit einer solchen Stärke zu senden. Man müsste allein für die Stromrechnung hunderte Millionen Dollar aufbringen. Die Zeit spielt eine große Rolle. Vielleicht ist ein Signal schon unterwegs zu uns, wird aber erst in ferner Zukunft da sein. Kein Lebewesen ist vor uns auf die Idee gekommen, ein Radioteleskop zu bauen. Selbst unsere Gattung gibt es gerade einmal eine halbe Million Jahre. Also, wir haben zu wenig Erfahrung mit Intelligenz, um zu wissen, ob so etwas stabil ist. Kann sie wirklich große Dinge vollbringen, wie Signale ins All zu schicken? Ich hoffe es. Aber das Spiel ist noch jung. Und noch hat niemand gepunktet. Zumindest in unserer Nähe, im Umkreis von 10 Lichtjahren, herrscht bisher Funkstille. War das Wow-Signal doch kein Zeichen von den anderen? Wir wissen bis heute nicht, was es gewesen ist. Es gibt verschiedene Varianten. Es könnte auch ein gigantischer Ausbruch eines sogenannten Pulsars gewesen sein, also eines Neutronensterns. Aber es gehört zu den ganz großen, kleinen Episoden der Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Und alle warten auf das nächste Wow. Gibt es sie, die Außerirdischen? Doch sind sie zu weit weg? Wir wissen, dort draußen gibt es eine unendlich große Anzahl von Galaxien und Sternen. Dann erschlägt das alles. Und deswegen können wir mit großer Sicherheit sagen, dort draußen gibt es unendlich viele intelligente Zivilisationen. Aber es bedeutet nichts für uns. Zivilisationen zu erreichen, fern von uns in der Unendlichkeit des Weltalls, unvorstellbar. Vorerst. Ich fände es den absoluten Überhammer, wenn wir tatsächlich eines Tages Außerirdische finden würden. Ich glaube, die Erde würde für einen winzigen Moment stillstehen. Vor Freude. Was man nicht kennt, so seine Erfahrung, ist militärisch. Der Sheriff alarmiert sofort die Airbase. Colonel Blanchard hat meinen Vater beauftragt, dorthin zu fahren und herauszufinden, was geschehen ist. Und so hat alles begonnen. Jesse Marcel, Nachrichtenoffizier der 509. Bomberstaffel, die einst die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat. Die Absturzstelle liegt mitten in New Mexico. Am Nachmittag des 7. Juli 1947 erreicht Jesse Marcel den Fundort auf der Ranch von McBrazel.
Drei Dinge sind ihm an der Absturzstelle aufgefallen. Erstens, sie war riesig. Zweitens, kein Krater. Wenn ein Flugzeug abstürzt, entsteht normalerweise ein großer Krater in der Erde. Aber hier war alles anders. Nach einem Flugzeugabsturz findet man immer Transistoren oder Drähte. Hier gab es nichts davon. Die Beschaffenheit des Materials beunruhigt Jesse Marcel. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Der Zufall wollte es, unser Haus lag zwischen der Airbase und dem Fundort. Jesse Marcel Jr. ist damals 11 Jahre alt. Er kam zu uns nach Hause und hat die Teile auf dem Küchenboden ausgebreitet. Diese Nacht veränderte sein Leben. Er hat uns aufgeweckt und wir gingen in die Küche. Ich dachte, warum weckt er mich mitten in der Nacht, nur um mir einen Haufen Müll zu zeigen? Und er sagte, schau dir das ganz genau an. So etwas wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. Es war ein sehr leichtes Material. Wenn man es hochhielt, hatte man das Gefühl, als würde man gar nichts in der Hand halten. Ich habe nicht gewagt, etwas fallen zu lassen. Aber ich bin mir sicher, hätte ich es getan, wäre es wie eine Feder zu Boden geschwebt. Jesse Marcel Jr. erinnert sich an fremdartige Symbole, puzzelartige Bruchstücke. Schwarze, plastikartige Teile, wie Bakelit. Ich habe es mir noch 15 Minuten ansehen dürfen. Und langsam wurde mir klar, dass dieses... Könnte die Existenz von Außerirdischen in einem Krankenhaus der Air Force wirklich geheim bleiben? Ich habe für die Regierung von Reagan gearbeitet. Können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, etwas geheim zu halten? Selbst wenn nur 5 Leute davon wissen. Die Vorstellung, 1000 Menschen, die das größte Geheimnis der Geschichte kennen und über Jahrzehnte absolut dicht halten, diese Vorstellung ist verrückt. Was, wenn ein UFO wirklich abstürzen würde? Gäbe es nicht Tonnen von Beweisen, weitreichende militärische Konsequenzen? Weiterentwicklungen auf Basis der Alien-Technologie? Warum hält sich der Mythos so hartnäckig? Der Gedanke ist einfach zu prickelnd, als dass man ihn so einfach beiseite schieben könnte. Und außerirdisch, was gibt es Schöneres, als an Außerirdische zu gehen? So kleine grüne Männchen mit nur einem Auge oder irgendwie so. Der Gedanke ist zu schön. Und die reale Welt ist verrückt genug. In den 50er Jahren testet die NASA immer wieder Raketen mit Tieren. Selbst Affen werden Testobjekte. Könnten die nach einem Absturz für Außerirdische gehalten worden sein? Crash-Test-Dummies. Könnte man diese für Aliens halten? Eigenartige Objekte in der Wüste, die emsig von Suchmannschaften geborgen werden. Signal empfangen wurde, hat einer der Mitarbeiter gesehen, wow, da ist ein dickes Signal, hat das eingekreist und daneben hingeschrieben, wow. Also das Ohio-Wow-Signal ist eines dieser Merkwürdigkeiten, das ist nur einmal passiert. Es ist ein Signal aufgetreten, das in dieser Form nie wieder davor und nie wieder danach, nicht mal in der Nähe, und das alle Kennzeichen zeigt von einem interstellaren Kommunikationsversuch. Sehr kurz, sehr stark, genau ins galaktische Zentrum. Aber es ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, statt Hallo so, das war's, mehr kommt nicht. Es hat sich nicht wiederholt. Das Wow-Signal sieht genauso aus, wie ich es von einem wirtschaftlich denkenden Außerirdischen erwarte. Er würde einen kurzen Impuls senden und ein wenig später einen weiteren, vielleicht noch ein paar mehr. Mach etwas Auffälliges, Plötzliches, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn es ist teuer, mit einer solchen Stärke zu senden. Man müsste allein für die Stromrechnung hunderte Millionen Dollar aufbringen. Die Zeit spielt eine große Rolle. Vielleicht ist ein Signal schon unterwegs zu uns.
wird aber erst in ferner Zukunft da sein. Kein Lebewesen ist vor uns auf die Idee gekommen, ein Radioteleskop zu bauen. Selbst unten. Drei Dinge sind ihm an der Absturzstelle aufgefallen. Erstens, sie war riesig. Zweitens, kein Krater. Wenn ein Flugzeug abstürzt, entsteht normalerweise ein großer Krater in der Erde. Aber hier war alles anders. Nach einem Flugzeugabsturz findet man immer Transistoren oder Drähte. Hier gab es nichts davon. Die Beschaffenheit des Materials beunruhigt Jesse Marcel. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Der Zufall wollte es, unser Haus lag zwischen der Airbase und dem Fundort. Jesse Marcel Jr. ist damals 11 Jahre alt. Er kam zu uns nach Hause und hat die Teile auf dem Küchenboden ausgebreitet. Diese Nacht veränderte sein Leben. Er hat uns aufgeweckt und wir gingen in die Küche. Ich dachte, warum weckt er mich mitten in der Nacht, nur um mir einen Haufen Müll zu zeigen? Und er sagte, schau dir das ganz genau an. So etwas wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. Was erkennen kann, das sind einfach nur irgendwelche Lichter, die kein Mensch versteht. Warum sollten Außerirdische nur nachts kommen? Gibt überhaupt keinen Grund für. Wenn ich Außerirdische wäre, ich würde tagsüber kommen, dann kann ich mehr sehen. Leiten uns Naturphänomene in die Irre? Der Grund, warum Menschen viele Lichter am Himmel sehen, ist, weil es viele Lichter am Himmel gibt. Bereits in der Bibel wird es beschrieben. Ezekiel sah einen Feuerball im Firmament. Wahrscheinlich hat er was gesehen. Einen Meteoriten oder die Venus. Der neueste Auslöser für das UFO-Phänomen sind sogenannte Himmelslaternen. Aber auch Raketen oder die internationale Raumstation ISS sorgen für Lichterscheinungen. Das gewaltigste UFO aller Zeiten, was hier in Deutschland erschienen ist, war in etwa den 80er Jahren über dem Baum Nürnberg, Oberfranken, zu sehen, wo tagelang ein riesiges Objekt für alle Anwohner dort sichtbar war und seltsamerweise auf den Radargeräten nicht wahrgenommen werden konnte. Die Erscheinung wird über mehrere Tage von Tausenden gesichtet. Dann ist sie plötzlich wieder verschwunden. Der Auslöser? Ein verirrter Wetterballon aus Frankreich. Nur ist er nicht über den Atlantik davon geflogen, sondern verschwand einfach. Und verteilt um die ganze Welt suchen genau nach solchen Planeten. Der Planet muss schwer genug sein. Warum? Naja, damit er die Atmosphäre halten kann. Wenn er zu leicht ist, dann fliegt ihm die Atmosphäre davon. Er darf sich nicht zu schnell drehen, dann wird das Wettergeschehen auf seiner Oberfläche zu dramatisch. Er darf sich aber nicht zu langsam drehen, weil dann wird die eine Seite zu heiß und die andere Seite zu kalt. Leben ist wählerisch, aber möglich. Wie auf unserem wunderbaren Planeten. Wir glauben, dass ein bewohnbarer Planet wie unserer aussieht. Es ist plausibel. Man nennt es das Prinzip der Mittelmäßigkeit. Das heißt, wir sind der Durchschnitt im All. 2005 entdeckten Wissenschaftler einen Planeten im Sternensystem Gliese 581. Er ist 22,5 Lichtjahre entfernt, 50% größer als die Erde und könnte Leben tragen. Ich bin ganz sicher, dass wir in 5-6 Jahren zum allerersten Mal einen Planeten finden werden, der so schwer ist wie die Erde, der Wasser in der Atmosphäre hat und der vielleicht sogar in dem richtigen Abstand von seinem Zentralgestirn laufen wird. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Außerirdisches Leben wäre dort möglich. Doch existiert auch Leben, wo Leben möglich ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass aus unbelebter Materie, aus reiner Erde, zunächst erstmal eine Zelle entsteht und daraus Vielzeller, ich sag mal ein... ...dass wir nicht allein sind im Universum und auch nicht in unserer Galaxie. New Mexico, 8. Juli 1947. Army Air Base der 509. Bomberstaffel in Roswell.
Am nächsten Tag ging Jesse zur morgendlichen Besprechung. Sein Vorgesetzter gab zwei Befehle. Jesse sollte die Trümmer mit einer B-29 zur Wright-Patterson Air Force Base in Ohio bringen. Der zweite Befehl ging an den Presseoffizier Walter Holt. Er sollte folgende Mitteilung ausgeben: Wir haben das Wrack einer dieser fliegenden Untertassen geborgen. Die Army kann nun endlich das Rätsel um die sogenannten fliegenden Untertassen lösen. Die 509. Atomic Bomber Group hat eine dieser Scheiben gefunden, die auf einer Ranch in der Nähe von Roswell gelandet ist. Die Nachricht wird zum Selbstläufer. Der Mythos der fliegenden Untertassen ist geboren. Walter Horts Meldung geht um die Welt. Sowas hätte mein Vater nicht einfach erfunden. Und er hätte nie ohne Befehl gehandelt. Sein Vorgesetzter sagte ihm, was zu tun ist, und er führte den Befehl aus. Der Nachmittag des 8. Juli 1947. Beweissicherung. Hier auf diesen Feldern soll das Roswell-UFO angeblich abgestürzt sein. Skeptiker fordern mehr als schöne Worte. Starke Behauptungen brauchen starke Fakten. Zeigen Sie mir nur ein kleines Beweisstück, das unanfechtbar von einem außerirdischen Raumschiff stammt. Das würde mich bereits überzeugen. Die offiziellen Untersuchungsakten der Regierung zum Roswell-Fall befinden sich heute im Nationalarchiv in Washington. Zum ersten Mal sieht der Augenzeuge im Roswell-Fall, Jesse Marcel Jr., die Akten des Abschlussberichts ein. Da sieht man, da hält mein Vater den Radarreflektor hoch. Das ist nicht das, was wir auf unserem Küchenboden untersucht haben. Die Akten des Falls füllen 32 Kisten. Der Abschlussbericht, Case Closed, ist über 300 Seiten stark und räumt mit allen Mythen und Legenden aus Roswell auf. Für die Regierung ist der Fall geklärt und abgeschlossen. Die Erklärung der Kommission: Militärische Geheimprojekte sorgten für Verwirrung und UFO-Sichtungen. Damals arbeitete man am Geheimprojekt Mogul. Man wollte damit akustische Signale von sowjetischen Atomtests auffangen. Ein Mogul-Ballon wurde kurz vor der Entdeckung der Roswell-Trümmer gestartet. Allein für die Stromrechnung hunderte Millionen Dollar aufbringen. Die Zeit spielt eine große Rolle. Vielleicht ist ein Signal schon unterwegs zu uns, wird aber erst in ferner Zukunft da sein. Kein Lebewesen ist vor uns auf die Idee gekommen, ein Radioteleskop zu bauen. Selbst unsere Gattung gibt es gerade einmal eine halbe Million Jahre. Also, wir haben zu wenig Erfahrung mit Intelligenz, um zu wissen, ob so etwas stabil ist. Kann sie wirklich große Dinge vollbringen, wie Signale ins All zu schicken? Ich hoffe es. Aber das Spiel ist noch jung. Und noch hat niemand gepunktet. Zumindest in unserer Nähe, im Umkreis von 10 Lichtjahren, herrscht bisher Funkstille. War das Wow-Signal doch kein Zeichen von den anderen? Wir wissen bis heute nicht, was es gewesen ist. Es gibt verschiedene Varianten. Es könnte auch ein gigantischer Ausbruch eines sogenannten Pulsars gewesen sein, also eines Neutronensterns. Aber es gehört zu den ganz großen, kleinen Episoden der Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Und alle warten auf das nächste Wow. Gibt es sie, die Außerirdischen? Doch sind sie zu weit weg? Wir wissen, dort draußen gibt es... Im Umkreis von 10 Lichtjahren herrscht bisher Funkstille. War das Wow-Signal doch kein Zeichen von den anderen? Wir wissen bis heute nicht, was es gewesen ist. Es gibt verschiedene Varianten. Es könnte auch ein gigantischer Ausbruch eines sogenannten Pulsars gewesen sein, also eines Neutronensterns. Aber es gehört zu den ganz großen, kleinen Episoden der Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Und alle warten auf das nächste Wow. Gibt es sie, die Außerirdischen? Doch sind sie zu weit weg? Wir wissen, dort draußen gibt es eine unendlich große Anzahl von Galaxien und Sternen. Dann erschlägt das alles.
Und deswegen können wir mit großer Sicherheit sagen, dort draußen gibt es unendlich viele intelligente Zivilisationen. Aber es bedeutet nichts für uns. Zivilisationen zu erreichen, fern von uns in der Unendlichkeit des Weltalls, unvorstellbar. Vorerst. Ich fände es den absoluten Überhammer, wenn wir tatsächlich eines Tages Außerirdische finden würden. Ich glaube, die Erde würde für einen winzigen Moment stillstehen. Vor Freude. Draußen in der Wüste von Nevada. Doch was ist so verdammt geheim an dem, was in der Area 51 passiert? US-Verbündete können 1967 ein sowjetisches Kampfflugzeug vom Typ MiG-21 stehlen. Die Amerikaner wollen sie testen. In der Area 51. Die US-Regierung hat das Flugzeug erworben, ließ es in die Area fliegen, seine Technologie und Systeme erforschen. Und dann gab es simulierte Kämpfe gegen amerikanische Flugzeuge. Eine ganze Staffel Mix wird in den kommenden Jahren in der Area 51 getestet und analysiert. Zur Steigerung der Kampfkraft gegen die rote Gefahr. Wer eine der sowjetischen Mix am Himmel der USA entdeckt und glaubt, ein UFO zu sehen, dem wird von den Militärs gesagt, es handle sich um Wolkenformationen oder Lichtspiegelungen. Die amerikanische Regierung hat viel gelogen. Man hat behauptet, die U-2 sei ein Wetterflugzeug. Über Vietnam und Watergate wurde gelogen. Also lügt man auch über fliegende Untertassen. Der Mythos war geboren. Und bis zum heutigen Tag gibt es wilde Spekulationen, dass dort erbeutete fliegende Untertassen lagern. Vielleicht ist es sogar das Hauptquartier. Sind wir allein im Universum? Oder gibt es noch anderes Leben im unendlichen Weltall? Bei all den Sternen und Planeten? Dass es im All Leben gibt, dafür sind wir das allerbeste Beispiel, denn unser Planet ist ein Teil des Universums. Wo sind sie, die Außerirdischen? Die Aliens sind bereits hier. Vielleicht hat es schon Treffen zwischen ihnen und unserer Regierung gegeben. Wer weiß? Sind sie Freunde oder Feinde? Ich bin froh, dass sie nicht da sind. Glauben Sie mir, ich bin wirklich froh. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, einem Außerirdischen zu begegnen. Fantasiegeschichten darüber gibt es viele. Doch existieren die fremden Wesen wirklich? Ja, es gibt sie. Es gibt sie. Und wir werden sie finden. '89 kommt es in Belgien zum UFO-Alarm. Diese drei seltsamen Lichtpunkte, sie verunsichern die Menschen. Mein erster Gedanke war, dass es sich um einen Fehler handeln muss. Wir haben alle irgendwo eine geistige Barriere, sodass wir nicht an außerirdische Invasionen und derartige Dinge glauben. Und das habe ich auch. Das ist die Originalaufnahme des unbekannten Flugobjekts. Während dieser Zeit haben sich Hunderte von Zeugen gemeldet, die an ganz verschiedenen Orten ähnliche Aktivitäten beobachtet haben. Das hat mich davon überzeugt, dass da irgendetwas am Himmel ist. Und wir wussten nur nicht was. Die Aufnahmen von damals zeigen, das Radar der Luftwaffe spielt verrückt. Wenn Flugobjekte ohne Erlaubnis in den Luftraum eindringen und nicht identifiziert werden können, kann man das als wirkliche Bedrohung ansehen. Abfangjäger steigen auf.
In der Nacht, als wir die F-16 hochschickten, haben Polizeibeamte diese seltsamen Lichter am Himmel gesehen. Sie haben es der Radarstation der Luftwaffe gemeldet. Auch die Fluglotsen haben etwas gesehen. Zwei Flugzeuge gingen auf Abfangkurs, aber leider hat nur eine Kamera funktioniert und nur eins der Flugzeuge hat das Radarbild erfasst. Das unbekannte Flugobjekt kann nicht klar geortet werden. Bei den Radaraufzeichnungen der F-16-Flugzeuge waren die Aufzeichnungen so, dass das wirklich nicht irdisch sein konnte. Etwas erscheint auf der Höhe von 900 Meter, bewegt sich bis 4000 Meter. Die Piloten haben zu der gleichen Zeit gesagt, da ist etwas, was sehr schnell fliegt. Zu diesem Zeitpunkt war etwas am Himmel. Etwas, was uns unbekannt war. Und das beinhaltet auch Außerirdische. Warum nicht? Auf der folgenden Pressekonferenz gibt es mehr Fragen als Antworten. Dreimal waren die Kampfjets bereits auf Abfangkurs gegangen. Ohne Erfolg. Bis jetzt haben wir den Ursprung dieser Objekte nicht herausfinden können. Aber wir können bisher schlussfolgern, dass es sich um nichts Konventionelles handelt. So etwas gab es noch nie. Ich erinnere mich an eine Berichterstattung im flämischen Fernsehen, in der behauptet wurde, wir hätten nichts erklärt und nichts herausgefunden. Sie hatten recht, aber zumindest haben wir gezeigt, was wir haben. Es war nicht leicht, das zuzugeben. Die Luftwaffe ist für die Sicherheit des Luftraums verantwortlich. Und wenn dann unbekannte Flugobjekte eindringen, die machen, was sie wollen, und man kann die Identität nicht herausbekommen, dann ist das extrem frustrierend. Und die Wahrheit ist, wir haben bis heute keine Erklärung dafür. We still don't have the answer. Juni 1947. Ein schweres Unwetter zieht über die Wüste in New Mexico, USA. Am nächsten Tag reitet Farmer McBrazel über seine Ranch. Er will nach seinen Schafherden sehen. Eine Rekonstruktion gemäß den Schilderungen. Doch was er hier entdeckt, wird die größte UFO-Legende begründen, die bis heute existiert. Fremdartige silberne Folien und metallische Trümmerteile, verstreut auf einem riesigen Gebiet seiner Ranch. Das Zeug stört ihn. Er hat auch Angst, dass die Schafe davon fressen. Er sah, dass diese Trümmer metallisch waren, verteilt über eine riesige Fläche. Als ob es einen Zusammenstoß gegeben hätte in der Luft. Und als ob sie dabei zersprengt worden wären. Er hat einige Stücke gesammelt, um sie dem Sheriff zu zeigen. Sheriff Wilcox im 100 Kilometer entfernten Städtchen Roswell. Hier sucht McBrazel einige Tage später Rat. McBrazel hat auch gehört, dass es eventuell eine Belohnung gibt. Er zeigte es dem Sheriff und wollte wissen, was das sein könnte. Dieser sagte, es muss vom Militär kommen. Soviel ich weiß, hat man damals an alles Mögliche gedacht, bloß nicht an ein außerirdisches Raumschiff. Alles, was man nicht kennt, so seine Erfahrung, ist militärisch. Der Sheriff alarmiert sofort die Airbase. Colonel Blanchard hat meinen Vater beauftragt, dorthin zu fahren und herauszufinden, was geschehen ist.
Und so hat alles begonnen. Jesse Marcel, Nachrichtenoffizier der 509. Bomberstaffel, die einst die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat. Die Absturzstelle liegt mitten in New Mexico. Am Nachmittag des 7. Juli 1947 erreicht Jesse Marcel den Fundort auf der Ranch von McBrazel. Drei Dinge sind ihm an der Absturzstelle aufgefallen. Erstens, sie war riesig. Zweitens, kein Krater. Wenn ein Flugzeug abstürzt, entsteht normalerweise ein großer Krater in der Erde. Aber hier war alles anders. Nach einem Flugzeugabsturz findet man immer Transistoren oder Drähte. Hier gab es nichts davon. Die Beschaffenheit des Materials beunruhigt Jesse Marcel. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Der Zufall wollte es, unser Haus lag zwischen der Airbase und dem Fundort. Jesse Marcel Jr. ist damals 11 Jahre alt. Er kam zu uns nach Hause und hat die Teile auf dem Küchenboden ausgebreitet. Diese Nacht veränderte sein Leben. Er hat uns aufgeweckt und wir gingen in die Küche. Ich dachte, warum weckt er mich mitten in der Nacht, nur um mir einen Haufen Müll zu zeigen? Und er sagte, schau dir das ganz genau an. So etwas wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. Es war ein sehr leichtes Material. Wenn man es hochhielt, hatte man das Gefühl, als würde man gar nichts in der Hand halten. Ich habe nicht gewagt, etwas fallen zu lassen. Aber ich bin mir sicher, hätte ich es getan, wäre es wie eine Feder zu Boden geschwebt. Jesse Marcel Jr. erinnert sich an fremdartige Symbole, puzzelartige Bruchstücke. Schwarze, plastikartige Teile, wie Bakelit. Ich habe es mir noch 15 Minuten ansehen dürfen. Und langsam wurde mir klar, dass dieses Zeug aus dem Weltall kommen musste. Seit diesem Moment weiß ich, dass wir nicht allein sind im Universum und auch nicht in unserer Galaxie. New Mexico, 8. Juli 1947. Army Air Base der 509. Bomberstaffel in Roswell. Am nächsten Tag ging Jesse zur morgendlichen Besprechung. Sein Vorgesetzter gab zwei Befehle. Jesse sollte die Trümmer mit einer B-29 zur Wright-Patterson Air Force Base in Ohio bringen. Der zweite Befehl ging an den Presseoffizier Walter Holt. Er sollte folgende Mitteilung ausgeben. Wir haben das Wrack einer dieser fliegenden Untertassen geborgen. Die Army kann nun endlich das Rätsel um die sogenannten fliegenden Untertassen lösen. Die 509. Atomic Bomber Group hat eine dieser Scheiben gefunden, die auf einer Ranch in der Nähe von Roswell gelandet ist. Die Nachricht wird zum Selbstläufer. Der Mythos der fliegenden Untertassen ist geboren. Walter Hortz Meldung geht um die Welt. Sowas hätte mein Vater nicht einfach erfunden und er hätte nie ohne Befehl gehandelt. Sein Vorgesetzter sagte ihm, was zu tun ist und er führte den Befehl aus. Der Nachmittag des 8. Juli 1947. Beweissicherung. Beim Absturz eines Militärflugzeugs wird das Wrack sorgfältig weggeräumt. Doch das hier war ein Wahnsinn an übertriebener Gründlichkeit. Sie haben die Absturzstelle feinsäuberlich gereinigt. Mein Vater erzählte, kein einziger Krümel sollte übrig bleiben. Sie hatten einen Haufen Leute, um sicherzustellen, dass nichts zurückbleibt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Wrackteile der vermeintlichen fliegenden Untertasse werden verpackt und unter strengster Geheimhaltung abtransportiert. Die
Beweisstücke werden im Hangar 84 Roswell Air Base zwischengelagert und weiter nach Fort Worth geschickt. Und dort verliert sich jede Spur. Der zuständige General Ramey hat mittlerweile umgedacht. Die Trümmer wurden in General Ramys Büro in Fort Worth ausgebreitet und der General sagte zu Jesse: Sie sagen gar nichts. Ich kümmere mich um die Sache. Dann werden sogenannte Beweisfotos gemacht. Jesse wurde aus dem Büro geschickt. Und als er wieder zurückkam, lag überall Alufolie und Balsaholzstöckchen. Sie hatten die Fundstücke ausgetauscht. Wurde das Material wirklich ausgetauscht? General Ramey hatte Fotos machen lassen mit gefälschtem Beweismaterial. Sie hatten die originalen Wrackteile mit denen von Wetterballons und Radarreflektoren ersetzt. Das ist nicht das, was wir gesehen haben in dieser Nacht. Auf dem Foto sieht man Reflektorhaltestangen. Die Folie ist papierbeschichtet. Sein Gesichtsausdruck sagt alles. Das habe ich nicht hierher gebracht. Aber der Befehl lautete, das Material so zu zeigen. Wie könnte er als Geheimdienstoffizier einen Wetterballon mit einer fliegenden Untertasse verwechseln? Die neue Schlagzeile: Es war nur ein Wetterballon. Alles heiße Luft. Wurde das Militär getäuscht oder wollte es täuschen? Als mein Vater nach Hause kam, holte er meine Mutter und mich und sagte, es gibt keine Diskussion, wir werden nie wieder darüber sprechen. Es ist nie passiert. Und so blieb es für viele Jahre. Hier auf diesen Feldern soll das Roswell-UFO angeblich abgestürzt sein. Skeptiker fordern mehr als schöne Worte. Starke Behauptungen brauchen starke Fakten. Zeigen Sie mir nur ein kleines Beweisstück, das unanfechtbar von einem außerirdischen Raumschiff stammt. Das würde mich bereits überzeugen. Die offiziellen Untersuchungsakten der Regierung zum Roswell-Fall befinden sich heute im Nationalarchiv in Washington. Zum ersten Mal sieht der Augenzeuge im Roswell-Fall, Jesse Marcel Jr., die Akten des Abschlussberichts ein. Da sieht man, da hält mein Vater den Radarreflektor hoch. Das ist nicht das, was wir auf unserem Küchenboden untersucht haben. Die Akten des Falls füllen 32 Kisten. Der Abschlussbericht, Case Closed, ist über 300 Seiten stark und räumt mit allen Mythen und Legenden aus Roswell auf. Für die Regierung ist der Fall geklärt und abgeschlossen. Die Erklärung der Kommission: Militärische Geheimprojekte sorgten für Verwirrung und UFO-Sichtungen. Damals arbeitete man am Geheimprojekt Mogul. Man wollte damit akustische Signale von sowjetischen Atomtests auffangen. Ein Mogul-Ballon wurde kurz vor der Entdeckung der Roswell-Trümmer gestartet. Ein verirrter Gasballon mit Radarreflektoren als UFO-Auslöser? Dieses Ding war über 150 Meter lang. Bestimmt das größte von Menschenhand geschaffene Gebilde in New Mexico. Die Militärs verheimlichten Jahrzehnte die Existenz von Operation Mogul. Und so kam es zur Verwechslung, heißt es. Wenn jemand so ein Ding fände, dann hätte er natürlich keine Ahnung, was es ist. Die UFO-Befürworter hingegen bleiben bei ihrer Version, dass es sich um Material gehandelt hat, das nicht von dieser Erde stammte. Mein Vater hätte uns nicht mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, nur um uns einen gewöhnlichen Radarreflektor zu zeigen. Denn so etwas hatten wir schon oft gesehen. Dennoch spricht alles dafür, dass es sich bei den UFO-Trümmern in Wirklichkeit um einen Ballon der Operation Mogul gehandelt hat. Die Folge von all dem: In den 50er Jahren herrscht UFO-Mania in den USA. Plötzlich sehen Menschen im ganzen Land irgendetwas, das man fliegende Untertasse nennt. Es war die Zeit von Raketen und wir gewöhnten uns an Wunder. Warum sollte es keine Besucher aus dem All geben? Die Regierung hat keine Angst vor UFOs, aber vor UFO-Panik. Oberst Stamford, Chef des Air Force-Geheimdienstes, beschwichtigt. Uns sind fast 2000 Fälle berichtet worden.
Es handelt sich dabei um Fälschungen, im Nachhinein bekannte, freundschaftlich gesinnte Flugobjekte, meteorologische oder elektrische Phänomene oder aber um Lichtspiegelungen. Für die Army ist der Roswell-Fall geklärt. Doch immer wieder tauchen Zeugen auf, die neue, fantastische Facetten hinzufügen. So wie der Sanitäter Glenn Dennis. Seine Geschichte soll sich wie folgt abgespielt haben. Glenn wurde gerufen, um einen verletzten Soldaten ins Militärkrankenhaus zu bringen. Er hat ihn in einem Ambulanzwagen dorthin gefahren. Er ging rein und bemerkte die vielen Sicherheitskräfte, mehr als sonst. Hier traf er eine Bekannte, eine Krankenschwester. Sie war totenbleich und total verängstigt. Sie sagte zu ihm, verschwinde, hier gibt es Probleme. Geh. Dann ist er aus dem Krankenhaus eskortiert worden, sehr ungewöhnlich. Noch am selben Abend kann Glenn Dennis seine Bekannte wiedersehen, erzählt er später. Die Geschichte hinterließ bei ihm einen bleibenden Eindruck. Es war ihm auch klar, dass sie sehr verstört war. Anscheinend hatte die Krankenschwester etwas äußerst Seltsames erlebt. Die Geschichte, die Glenn nun hört, lässt ihn nicht mehr los. So soll es ausgesehen haben. Sie hat auf einer Serviette eine Zeichnung angefertigt. Den Kopf und die Hände des Wesens, das untersucht wurde. Und sie war während der Autopsie im Raum. Sie waren klein, mager, große Köpfe, einen Schlitz als Mund, vier Finger. Lange Finger, kein Daumen. Mit anderen Worten, sie waren anders. Was ist dran an der Geschichte der Krankenschwester? Als Glenn sie wieder treffen wollte, war sie weg. Die anderen Schwestern sagten, sie sei nach England abkommandiert worden. Er konnte sie nicht mehr finden. Er erzählte, ihr Name sei Naomi Self. Die Geschichte der Krankenschwester wird bis heute erzählt, obwohl kein Beweis vorliegt. Könnte die Existenz von Außerirdischen in einem Krankenhaus der Air Force wirklich geheim bleiben? Ich habe für die Regierung von Reagan gearbeitet. Können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, etwas geheim zu halten? Selbst wenn nur 5 Leute davon wissen. Die Vorstellung, 1000 Menschen, die das größte Geheimnis der Geschichte kennen und über Jahrzehnte absolut dicht halten, diese Vorstellung ist verrückt. Ist insane. Was, wenn ein UFO wirklich abstürzen würde? Gäbe es nicht Tonnen von Beweisen, weitreichende militärische Konsequenzen, Weiterentwicklungen auf Basis der Alien-Technologie? Warum hält sich der Mythos so hartnäckig? Der Gedanke ist einfach zu prickelnd, als dass man ihn so einfach beiseite schieben könnte. Und außerirdisch, was gibt es Schöneres als an Außerirdischen zu gehen? So kleine grüne Männchen mit nur einem Auge oder irgendwie so. Der Gedanke ist zu schön. Und die reale Welt ist verrückt genug. In den 50er Jahren testet die NASA immer wieder Raketen mit Tieren. Selbst Affen werden Testobjekte. Könnten die nach einem Absturz für Außerirdische gehalten worden sein? Crash-Test-Dummies. Könnte man diese für Aliens halten? Eigenartige Objekte in der Wüste, die emsig von Suchmannschaften geborgen werden. Die NASA testet fast alles, was fliegt. Eine automatische Marslandefähre ist dann auch wirklich in der Form zum Verwechseln ähnlich. Dieses Marsgefährt war ein sehr ehrgeiziges Projekt. Es wurden Bilder gemacht, als man es gefunden hat. Und es ist irritierend.
Ja, das sieht aus wie eine fliegende Untertasse. Für die Menschen, die an Roswell glauben, sind die offiziellen Erklärungen unbefriedigend. Viele, die sich mit UFOs beschäftigen, fragen, wenn es angeblich zuerst eine fliegende Untertasse war, warum sind sie nicht dabei geblieben? Dann wurde plötzlich ein Wetterballon daraus. Irgendwann bleibt man doch bei einer Geschichte und bietet nicht noch vier weitere Erklärungen an. Die Legende besagt, dass alle Wrackteile und UFOs hierher gebracht wurden, in die Area 51 in Nevada, 800 Kilometer von Roswell entfernt. Nirgends sonst werden mehr unbekannte Flugobjekte gesichtet als hier. Area 51, Groom Lake, die Ranch, das Rote Quadrat, das alles sind Bezeichnungen für eine Militärbasis in Nevada, direkt neben einem nuklearen Testgelände. Der Kalte Krieg, Mitte der 50er Jahre. Das Wettrüsten hat begonnen. Die Sowjets feiern die Überlegenheit ihrer MiG. Die USA kontert im Geheimen. Die Airbase wurde 1955 nur zu einem Zweck eingerichtet, um hier Piloten der CIA an der U-2 auszubilden. Die U-2, das Spionageflugzeug der USA, operiert in einer Höhe von 30 Kilometern. Nie zuvor flog ein Flugzeug so hoch. Die Hälfte aller UFO-Sichtungen waren entweder U-2 oder A-12. U-2 oder das Nachfolgemodell A-12. Niemand darf erfahren, dass es sie gibt. Es waren absolute Geheimprojekte, denn die konnten ja nicht sagen, ach übrigens, Sie haben ein ultrahochfliegendes Spionageflugzeug gesehen, wir benutzen es, um die Sowjetunion zu überfliegen, nicht weitersagen. Wenn jemand etwas sah, war die offizielle Erklärung, Naturphänomene wie Eiskristalle in großen Höhen oder Inversionsschichten. Fadenscheinige Ausreden, extreme Geheimhaltung, Todesdrohungen am Eingang, all dies führt zu wilden Spekulationen. Weder Luftwaffe noch CIA wollten, dass der Eindruck entsteht, es gäbe fliegende Untertassen draußen in der Wüste von Nevada. Doch was ist so verdammt geheim an dem, was in der Area 51 passiert? US-Verbündete können 1967 ein sowjetisches Kampfflugzeug vom Typ MiG-21 stehlen. Die Amerikaner wollen sie testen. In der Area 51. Die US-Regierung hat das Flugzeug erworben, ließ es in die Area fliegen, seine Technologie und Systeme erforschen und dann gab es simulierte Kämpfe gegen amerikanische Flugzeuge. Eine ganze Staffel MiG wird in den kommenden Jahren in der Area 51 getestet und analysiert. Zur Steigerung der Kampfkraft gegen die rote Gefahr. Wer eine der sowjetischen MiGs am Himmel der USA entdeckt und glaubt, ein UFO zu sehen, dem wird von den Militärs gesagt, es handle sich um Wolkenformationen oder Lichtspiegelungen. Die amerikanische Regierung hat viel gelogen. Man hat behauptet, die U-2 sei ein Wetterflugzeug. Über Vietnam und Watergate wurde gelogen. Also lügt man auch über fliegende Untertassen. Der Mythos war geboren. Und bis zum heutigen Tag gibt es wilde Spekulationen, dass dort erbeutete fliegende Untertassen lagern. Vielleicht ist es sogar das Hauptquartier der neuen Weltordnung. Also jede Verschwörungstheorie passt irgendwie in das Bild von Area 51, Groom Lake. Der vermeintliche UFO-Absturz von 1947 hat auch Spuren in Roswell, New Mexico, hinterlassen. UFO-Gläubige pilgern hierher. Skeptiker suchen nach Indizien zur Widerlegung. Was ist dran an den Geschichten? Julie Schuster, Tochter des Pressesprechers, der mit seiner Meldung die fliegenden Untertassen berühmt machte, leitet das UFO-Museum. Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass es da draußen mehr gibt.
Nehmen Sie all die Besucher, die hierher kommen. Die haben selbst unerklärliche Dinge gesehen oder Unerklärliches erlebt. Diese Menschen sind nicht verrückt. Der Wunsch, im Weltall nicht allein zu sein, ist populär. Es gibt Fälschungen. Und sonderbare Erscheinungen. Amateurvideos, tausende von Sichtungen jedes Jahr. Meist handelt es sich um schwebende Lichter. Sind das wirklich UFOs? Cool. Check this out. Komischerweise kommen die Außerirdischen immer nur nachts. Es sind immer diese Lichter, die man nachts sieht. Natürlich, weil man nachts nicht Besseres erkennen kann. Es sind einfach nur irgendwelche Lichter, die kein Mensch versteht. Warum sollten Außerirdische nur nachts kommen? Gibt überhaupt keinen Grund für. Wenn ich Außerirdisch wäre, ich würde tagsüber kommen, dann kann ich mehr sehen. Leiten uns Naturphänomene in die Irre? Der Grund, warum Menschen viele Lichter am Himmel sehen, ist, weil es viele Lichter am Himmel gibt. Bereits in der Bibel wird es beschrieben. Ezekiel sah einen Feuerball im Firmament. Wahrscheinlich hat er was gesehen. Einen Meteoriten oder die Venus. Der neueste Auslöser für das UFO-Phänomen sind sogenannte Himmelslaternen. Aber auch Raketen oder die internationale Raumstation ISS sorgen für Lichterscheinungen. Das gewaltigste UFO aller Zeiten, was hier in Deutschland erschienen ist, war in etwa den 80er Jahren über dem Baum Nürnberg, Oberfranken, zu sehen, wo tagelang ein riesiges Objekt für alle Anwohner dort sichtbar war und seltsamerweise auf den Radargeräten nicht wahrgenommen werden konnte. Die Erscheinung wird über mehrere Tage von Tausenden gesichtet. Dann ist sie plötzlich wieder verschwunden. Der Auslöser? Ein verirrter Wetterballon aus Frankreich. Nur ist er nicht über den Atlantik davon geflogen, sondern verschwand einfach über Deutschland nach Nürnberg runter und wurde von den Franzosen verzweifelt gesucht, während wir hier wiederum versuchten, das UFO oben am Himmel zu erklären. Das ist schon eine irre Situation für sich. Die Frage aller Fragen bleibt: Sind wir alleine im Weltall? Oder gibt es noch anderes Leben da draußen? Vielleicht sogar in unserer Galaxie? Das Leben auf unserem Planeten ist sicherlich das beste Beispiel dafür, dass das Universum Leben aus sich heraus erzeugen kann. Und das tut es sicherlich nicht nur auf der Erde, sondern überall, wo es funktionieren kann. Leben kann nur auf bestimmten Planeten entstehen. Der Abstand zum Zentralgestirn ist dabei lebenswichtig. Zu nah dran wird es zu heiß. Zu weit weg gefriert Wasser und damit alles Leben. Nur in der sogenannten habitablen Zone ist Leben und Evolution möglich. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 100 Grad. Wasser ist flüssig. In unserer Milchstraße gibt es etwa 100 Milliarden Sterne. Wahrscheinlich auch etwa so viel Planeten. Aber in diese habitable Zone fallen etwa nur 1%. Hunderte von Experten, verteilt um die ganze Welt, suchen genau nach solchen Planeten. Der Planet muss schwer genug sein. Warum? Naja, damit er die Atmosphäre halten kann. Wenn er zu leicht ist, dann fliegt ihm die Atmosphäre davon. Er darf sich nicht zu schnell drehen, dann wird das Wettergeschehen auf seiner Oberfläche zu dramatisch. Er darf sich aber nicht zu langsam drehen, weil dann wird die eine Seite zu heiß und die andere Seite zu kalt. Leben ist wählerisch, aber möglich. Wie auf unserem wunderbaren Planeten. Wir glauben, dass ein bewohnbarer Planet wie unserer aussieht. Es ist plausibel. Man nennt es das Prinzip der Mittelmäßigkeit. Das heißt, wir sind der Durchschnitt einmal. 2005 entdeckten Wissenschaftler einen Planeten im Sternensystem Gliese 581. Er ist 22,5 Lichtjahre entfernt, 50% größer als die Erde und könnte Leben tragen. Ich bin ganz sicher, dass wir in 5-6 Jahren zum allerersten Mal einen Planeten finden werden, der so schwer ist wie die Erde, der Wasser in der Atmosphäre hat und der vielleicht sogar in dem richtigen Abstand von seinem Zentralgestirn laufen wird. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Außerirdisches Leben wäre dort möglich. Doch existiert auch Leben, wo Leben möglich ist?
Die Wahrscheinlichkeit, dass aus unbelebter Materie, aus reiner Erde, zunächst erstmal eine Zelle entsteht und daraus Vielzeller, ich sag mal ein Rauhaardackel und aus einem Rauhaardackel ein intelligentes Lebewesen, das ist extrem unwahrscheinlich. Bei Milliarden von Planeten trotzdem möglich. Auf der Erde hat es ja auch geklappt. Wenn Atome zu Molekülen, zu Aminosäuren werden, bis zum ersten Organismus. 90% der Erdgeschichte, da war das Leben im Wasser und es war fast alles nur Einzell. Mehrere Zellen zusammengetan ist eine Sache der letzten 600-700 Millionen Jahre. Die Evolution könnte über Millionen von Jahren vom Einzeller zum komplexen Organismus führen und eventuell zu einer intelligenten Lebensform. Wenn wir der kosmische Normalfall sind, dann brauchen die anderen unter Umständen noch ein bisschen oder sie sind vielleicht gerade mal 100 Jahre weiter und haben festgestellt, Mensch, für so ein Antimaterie-Materie-Triebwerk, da brauchen wir irgendwie, also die sind einfach noch nicht weit genug. Das könnte auch der Grund sein, weshalb sie noch nicht da sind. Der andere kosmische Normalfall. Könnte er so aussehen? Oder ist das reine Menschenfantasie? Ich gehe fest davon aus, dass ein Lebewesen auf einem Planeten, das erfolgreich sein will, sich orientieren muss. Das heißt, es muss Sensoren haben für Licht. Augen und Ohren. Jeweils zwei, um sich räumlich zu orientieren. Und einen Mund. Wenn sich diese Lebewesen bewegen, werden sie symmetrisch sein. Und so werden sie sein. Zwei Arme, zwei Beine oder vier oder sechs oder acht, aber immer symmetrisch. Erfolgsrezepte des Lebens setzen sich durch. Das heißt, wir können uns ungefähr ein Bild machen, wie sie aussehen. Etwa unsere Größe, symmetrischer Aufbau, irgendwas vorne rein, hinten raus, Augen, Ohren. Mit anderen Worten, so ganz anders als wir werden sie nicht aussehen. Trotzdem bleibt noch viel Fantasie für Hollywood. Was sie überhaupt hier wollen, bleibt ein Rätsel. Bis zum ersten Zusammentreffen. Glauben Sie an fliegende Untertassen? Haben Sie überzeugende Argumente, warum Science Fiction nicht Realität werden wird? Die Vorstellung von Außerirdischen, sie ähnelt sich weltweit. So wie bei diesem Fantasiegebilde. Außerirdische Lebewesen kommen nicht aus dem Sonnensystem, die müssen also von weiter her kommen. Und dann knallt so ein Teil in der Wüste. Dann muss ich mich wirklich fragen, hört mal, was seid ihr denn für Außerirdische? Ja, ihr fliegt Billionen oder Billiarden oder Trillionen von Kilometern durchs Universum, könnt da die tollsten Gefahren überstehen und dann kriegt ihr eure Scheibe nicht mehr in der Wüste gelandet? Also bitteschön, also mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Was seid ihr denn für Penner? Warum würden Außerirdische überhaupt quer durch die Galaxie reisen, wenn es nicht unbedingt nötig ist? Was macht eine Zivilisation, wenn sie keinen Stern mehr haben? Nun, sie müssen sich einen neuen suchen. Das ist der wesentliche Grund, warum Außerirdische reisen müssen. Jetzt kann man aber zeigen, dass eine Reise zu einem anderen Stern viele hundert Jahre dauert. Das ist der Grund, warum man nicht einfach so zum anderen Stern fliegt, sondern nur unter einem extrem hohen Druck, nämlich einen anderen Planeten zu brauchen. Wenn also Außerirdische bei uns auftauchen würden, dann kann das nur einen Grund haben. Die suchen einen neuen Planeten. Verschiedene Filme illustrieren dieses Zusammentreffen recht pessimistisch. Wenn die anderen so sind wie wir, von uns möchte ich nicht entdeckt werden, hat Sir Martin Ryle mal gesagt. Also das könnte ein gutes Argument sein, sich dem Universum komplett zu verschließen. Denn wenn die anderen solche Entdeckungswütigen sind wie wir, möglicherweise sogar an Ausbeutung interessiert sind, dann ist es vielleicht besser, von denen gar nicht entdeckt zu werden. Zu spät? 1977 startet die Menschheit ein Raumerkundungsprogramm zu den Nachbarplaneten. Das Voyager-Projekt ist eine Sonde gewesen. Es gab Voyager 1 und 2, die NASA in den 70er Jahren auf den Weg geschickt haben.
Wir wollten die äußeren Planeten unseres Sonnensystems kennenlernen, Saturn, Jupiter und so weiter. Aber, und jetzt kommt's, diese Sonnen waren so schnell, dass sie das Sonnensystem verlassen konnten. Eine Flaschenpost für die Wesen im Weltall. Diese Sonnen haben Nachrichten für Außerirdische mit dabei. Das heißt, sie haben Plaketten auf der Außenseite, die per Bilder beschreiben, woher diese Sonnen kommen und wie Menschen zum Beispiel aussehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Schallplatte, die dabei ist. Und diese Platten hatten Bilder gespeichert, Töne, klassische Musik, Chuck Berry's Johnny B. Goode. Diese Menschheitsbilder sind nun auf dem Weg zu den Außerirdischen, falls es sie gibt. Eine großartige Idee. Aber wissen Sie, es wird sehr lange dauern. Die Voyager wird für hunderttausende Jahre nicht einmal in die Nähe eines Sternes kommen. Also, mal gucken. Wenn die eine findet, wird er sicherlich sich wundern. Ja. Doch vielleicht schicken die Außerirdischen ja selbst ein Signal. Das SETI-Projekt sucht nach außerirdischer Intelligenz anhand von Radiosignalen. Auch hier am Very Large Array in New Mexico horcht man seit Jahrzehnten in den Himmel. SETI hat angefangen, benachbarte Sonnensysteme zu belauschen, weil man jemanden in der Nähe sucht, mit dem man reden kann. Also, Alpha Centauri ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Man kann eine Antwort in weniger als 9 Jahren bekommen. Einen Haken gibt es. Senden ist sehr teuer. Es ist ganz klar, wenn alle lauschen, hört niemand etwas. Irgendjemand muss auch senden. Am 15. August 1977 wird aus dem Sternbild Schütze ein außergewöhnliches Signal empfangen. Fünfzigmal stärker als das Hintergrundrauschen im All. Als dieses Signal empfangen wurde, hat einer der Mitarbeiter gesehen, wow, da ist ein dickes Signal, hat das eingekreist und daneben hingeschrieben, wow. Also das Ohio-Wow-Signal ist eines dieser Merkwürdigkeiten, das ist nur einmal passiert. Es ist ein Signal aufgetreten, das in dieser Form nie wieder davor und nie wieder danach, nicht mal in der Nähe, und das alle Kennzeichen zeigt von einem interstellaren Kommunikationsversuch. Sehr kurz, sehr stark, genau ins galaktische Zentrum. Aber es ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, statt Hallo so, das war's, mehr kommt nicht. Es hat sich nicht wiederholt. Das Wow-Signal sieht genauso aus, wie ich es von einem wirtschaftlich denkenden Außerirdischen erwarte. Er würde einen kurzen Impuls senden und ein wenig später einen weiteren, vielleicht noch ein paar mehr. Mach etwas Auffälliges, Plötzliches, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn es ist teuer, mit einer solchen Stärke zu senden. Man müsste allein für die Stromrechnung hunderte Millionen Dollar aufbringen. Die Zeit spielt eine große Rolle. Vielleicht ist ein Signal schon unterwegs zu uns, wird aber erst in ferner Zukunft da sein. Kein Lebewesen ist vor uns auf die Idee gekommen, ein Radioteleskop zu bauen. Selbst unsere Gattung gibt es gerade einmal eine halbe Million Jahre. Also, wir haben zu wenig Erfahrung mit Intelligenz, um zu wissen, ob so etwas stabil ist. Kann sie wirklich große Dinge vollbringen, wie Signale ins All zu schicken? Ich hoffe es. Aber das Spiel ist noch jung. Und noch hat niemand gepunktet. Zumindest in unserer Nähe, im Umkreis von 10 Lichtjahren, herrscht bisher Funkstille. War das Wow-Signal doch kein Zeichen von den anderen? Wir wissen bis heute nicht, was es gewesen ist. Es gibt verschiedene Varianten. Es könnte auch ein gigantischer Ausbruch eines sogenannten Pulsars gewesen sein, also eines Neutronensterns. Aber es gehört zu den ganz großen, kleinen Episoden der Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Und alle warten auf das nächste
Wow. Gibt es sie, die Außerirdischen? Doch sind sie zu weit weg? Wir wissen, dort draußen gibt es eine unendliche große Anzahl von Galaxien und Sternen. Dann erschlägt das alles. Und deswegen können wir mit großer Sicherheit sagen, dort draußen gibt es unendlich viele intelligente Zivilisationen. Aber es bedeutet nichts für uns. Zivilisationen zu erreichen, fern von uns in der Unendlichkeit des Weltalls, unvorstellbar. Vorerst. Ich finde es den absoluten Überhammer, wenn wir tatsächlich eines Tages Außerirdische finden würden. Das wäre, ich glaube, die Erde würde für einen winzigen Moment stillstehen. Vor Freude. Was man nicht kennt, so seine Erfahrung, ist militärisch. Der Sheriff alarmiert sofort die Airbase. Colonel Blanchard hat meinen Vater beauftragt, dorthin zu fahren und herauszufinden, was geschehen ist. Und so hat alles begonnen. Jesse Marcel, Nachrichtenoffizier der 509. Bomberstaffel, die einst die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat. Die Absturzstelle liegt mitten in New Mexico. Am Nachmittag des 7. Juli 1947 erreicht Jesse Marcel den Fundort auf der Ranch von McBrazel. Drei Dinge sind ihm an der Absturzstelle aufgefallen. Erstens, sie war riesig. Zweitens, kein Krater. Wenn ein Flugzeug abstürzt, entsteht normalerweise ein großer Krater in der Erde. Aber hier war alles anders. Nach einem Flugzeugabsturz findet man immer Transistoren oder Drähte. Hier gab es nichts davon. Die Beschaffenheit des Materials beunruhigt Jesse Marcel. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Der Zufall wollte es, unser Haus lag zwischen der Airbase und dem Fundort. Jesse Marcel Jr. ist damals 11 Jahre alt. Er kam zu uns nach Hause und hat die Teile auf dem Küchenboden ausgebreitet. Diese Nacht veränderte sein Leben. Er hat uns aufgeweckt und wir gingen in die Küche. Ich dachte, warum weckt er mich mitten in der Nacht, nur um mir einen Haufen Müll zu zeigen? Und er sagte, schau dir das ganz genau an. So etwas wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. Es war ein sehr leichtes Material. Wenn man es hochhielt, hatte man das Gefühl, als würde man gar nichts in der Hand halten. Ich habe nicht gewagt, etwas fallen zu lassen. Aber ich bin mir sicher, hätte ich es getan, wäre es wie eine Feder zu Boden geschwebt. Jesse Marcel Jr. erinnert sich an fremdartige Symbole, puzzelartige Bruchstücke. Schwarze, plastikartige Teile, wie Bakelit. Ich habe es mir noch 15 Minuten ansehen dürfen. Und langsam wurde mir klar, dass dieses... Könnte die Existenz von Außerirdischen in einem Krankenhaus der Air Force wirklich geheim bleiben? Ich habe für die Regierung von Reagan gearbeitet. Können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, etwas geheim zu halten? Selbst wenn nur 5 Leute davon wissen. Die Vorstellung, 1000 Menschen, die das größte Geheimnis der Geschichte kennen und über Jahrzehnte absolut dicht halten, diese Vorstellung ist verrückt. Was, wenn ein UFO wirklich abstürzen würde? Gäbe es nicht Tonnen von Beweisen, weitreichende militärische Konsequenzen? Weiterentwicklungen auf Basis der Alien-Technologie? Warum hält sich der Mythos so hartnäckig?
Der Gedanke ist einfach zu prickelnd, als dass man ihn so einfach beiseite schieben könnte. Und außerirdisch, was gibt es Schöneres als an Außerirdischen? Sogar so kleine grüne Männchen mit nur einem Auge oder irgendwie so. Der Gedanke ist zu schön. Und die reale Welt ist verrückt genug. In den 50er Jahren testet die NASA immer wieder Raketen mit Tieren. Selbst Affen werden Testobjekte. Könnten die nach einem Absturz für Außerirdische gehalten worden sein? Crash-Test-Dummies. Könnte man diese für Aliens halten? Eigenartige Objekte in der Wüste, die emsig von Suchmannschaften geborgen werden. Signal empfangen wurde, hat einer der Mitarbeiter gesehen, wow, da ist ein dickes Signal, hat das eingekreist und daneben hingeschrieben, wow. Also das Ohio-Wow-Signal ist eines dieser Merkwürdigkeiten, das ist nur einmal passiert. Es ist ein Signal aufgetreten, das in dieser Form nie wieder davor und nie wieder danach, nicht mal in der Nähe, und das alle Kennzeichen zeigt von einem interstellaren Kommunikationsversuch. Sehr kurz, sehr stark, genau ins galaktische Zentrum. Aber es ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, statt Hallo so, das war's, mehr kommt nicht. Es hat sich nicht wiederholt. Das Wow-Signal sieht genauso aus, wie ich es von einem wirtschaftlich denkenden Außerirdischen erwarte. Er würde einen kurzen Impuls senden und ein wenig später einen weiteren, vielleicht noch ein paar mehr. Mach etwas Auffälliges, Plötzliches, um Aufmerksamkeit zu erregen. Denn es ist teuer, mit einer solchen Stärke zu senden. Man müsste allein für die Stromrechnung hunderte Millionen Dollar aufbringen. Die Zeit spielt eine große Rolle. Vielleicht ist ein Signal schon unterwegs zu uns, wird aber erst in ferner Zukunft da sein. Kein Lebewesen ist vor uns auf die Idee gekommen, ein Radioteleskop zu bauen. Selbst unten. Drei Dinge sind ihm an der Absturzstelle aufgefallen. Erstens, sie war riesig. Zweitens, kein Krater. Wenn ein Flugzeug abstürzt, entsteht normalerweise ein großer Krater in der Erde. Aber hier war alles anders. Nach einem Flugzeugabsturz findet man immer Transistoren oder Drähte. Hier gab es nichts davon. Die Beschaffenheit des Materials beunruhigt Jesse Marcel. Zumindest seine Jungs haben das hier nicht verloren. Er hat einige Trümmerteile und Folie aufgesammelt und ist damit zurückgefahren. Der Zufall wollte es, unser Haus lag zwischen der Airbase und dem Fundort. Jesse Marcel Junior ist damals 11 Jahre alt. Er kam zu uns nach Hause und hat die Teile auf dem Küchenboden ausgebreitet. Diese Nacht veränderte sein Leben. Er hat uns aufgeweckt und wir gingen in die Küche. Ich dachte, warum weckt er mich mitten in der Nacht, nur um mir einen Haufen Müll zu zeigen? Und er sagte, schau dir das ganz genau an. So etwas wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen. Erkennen kann. Das sind einfach nur irgendwelche Lichter, die kein Mensch versteht.